sagen, ich lege jetzt einfach los und fange mal damit an, dass ich sage, was tun wir eigentlich heute hier bei Ernährungswende jetzt zusammen in dieser Zoom-Konferenz. Wir haben das digital gemacht. Wir sind 10 Tage vor einer entscheidenden Bundestagswahl und im Rahmen dieser Bundestagswahl ist die Frage der Ernährung eine Frage, die eine relativ wichtige, eine sehr wichtige Rolle spielt, aber ganz oft eben auch in vielen öffentlichen Veranstaltungen gar nicht so in der Presseöffentlichkeit so breit diskutiert wird. Und deswegen haben wir uns gedacht, oder habe ich mir hier auch in Nordrhein-Westfalen als Kandidatin gedacht, mit meiner lieben Kollegin Renate Künast aus dem Bundestag, die wir ja nicht nur diese Themen diskutieren, wir machen auch viel feministische Politik zusammen, da haben wir eine ständige Verbindung und auch mit Valentin Thurn aus Köln, der ja in NRW sitzt, haben wir gesagt, machen wir diese Veranstaltung, weil es darum geht, dass es wirklich viele Fragen auch jetzt im Wahlkampf immer wieder gibt an den Lebensrealitäten von Menschen entlang Politik machen, heißt eben auch über die wichtige Frage, wie produzieren wir Lebensmittel, wie konsumieren wir Lebensmittel, wie können wir an einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion und eben auch am Konsum, wie können wir das auch sozial gerecht machen. Wie ist die Frage zum Beispiel immer mehr Menschen, die sich eben nicht nur über die Auswirkungen des Essens auf die Tiere, auf die Umwelt, auf das Klima Gedanken machen, sondern die sich auch Gedanken machen über ihre eigene Gesundheit und ihre Ernährung, also frei von gesundheitsgefährdenden Rückständen und Schadstoffen sich ernähren wollen. Wie können wir das bewältigen? Und dazu haben wir als Grüne natürlich auch gerade mit Renate als die Fachfrau viel schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht. Valentin Thurn, sage ich auch gleich nochmal, stelle ich euch beide auch gleich nochmal vor, hat dazu von der anderen Seite einfach auch nochmal geschaut als Filmemacher. Was mich besonders freut übrigens, weil ich ja, vielleicht kann ich das hier einmal sagen, Film- und Fernsehwissenschaftlerin bin und sehr lange selber beim Film und vor allen Dingen auch in Köln beim Film gearbeitet habe, aber fiktional und nicht Non-Fiction, also keine Dokumentation. Und deswegen hat mich auch dieses Treffen heute mit dir besonders gefreut. Also wir wollen über die Ernährungswende gutes, gesundes, bezahlbares Essen, mehr Nachhaltigkeit, aber konsequent eben auch über das Thema Regionalität oder auch Essen ohne Gentechnik, ohne Pestizid, Antibiotikum, Rückstände und eben auch vor allen Dingen über so Fragen reden wie Kennzeichnung auf Lebensmitteln. Das sind so die Stichworte, die ich jetzt einfach mal in den Raum geschmissen habe. Und natürlich auch die Frage, wie verwenden oder verschwenden wir vielleicht auch Lebensmittel? Das ist ja ein Thema und natürlich auch die Ernährung von Kindern in Kitas, in Schulen. Es wird ein relativ großer Bereich einfach auch sein. Renate Künast hat dazu auch schon sehr, sehr viel gemacht. Und deswegen nochmal für euch alle, die ihr jetzt dazugeschaltet seid und dazukommen werdet noch, ihr könnt eure Fragen gerne in den Chat schreiben. Ihr könnt euch auch, wenn das nicht geht, melden. Ich werde das im Blick behalten und diese Fragen werden wir auch, nachdem ich jetzt erstmal starte mit der Begrüßung beziehungsweise auch mit der Einführung von Renate und Valentin, werde ich 2, 3 Fragen stellen und dann würde ich auch schauen, was von eurer Seite kommt. Dann sage ich nochmal, diese Aufzeichnung, die wir später sehen werden, ist wichtig, weil es auch mit Renate Künast und Valentin Thurn 2 Fachmenschen gibt, die hier wirklich eine hohe Expertise für das Thema mitbringen. Renate Künast ist die Ernährungsexpertin bei uns Grünen. Als Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft und Verbraucherinnenschutz hat sie vor 20 Jahren das Bio-Siegel eingeführt, das vergisst die jetzige Ministerin manchmal auch gerne. Frau Klöckner hat Renate Künast tatsächlich selbst zu diesem Fest nicht eingeladen. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Aber sie hat eben auch als meine Kollegin im Bundestag und Abgeordnete im Bundestag als Sprecherin für Ernährungspolitik einiges im Bereich der Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik in den letzten Jahren, leider in der Opposition, auch erreichen können und eben auch die Ministerin ganz schön vor sich hergetrieben. Das habe ich alles sehr genau verfolgt.
Und ich bin sehr gespannt zur Ernährungswende und Agrarwende, wo jetzt die jetzige Regierung unter der CDU-Ministerin nicht viel von wissen will. Musst du uns gleich nochmal sagen, was du als die wichtigsten Themen betrachtest, über die wir jetzt in den nächsten Jahren auch sehr, sehr schnell eine Ernährungswende hinbekommen müssen. Valentin Thurn, Kinodokumentarfilmer, bekannt geworden mit diesem Film Taste the Waste. Das ist der Film, den, glaube ich, ganz, ganz viele vom Titel her kennen. Der ist auch schon sehr, sehr lange bekannt. Und es gibt aber auch einen weiteren Film, 10 Milliarden. Wie werden wir alle satt? Das ist der zweite Film, der sich auch mit diesem Thema international oder dir internationale Bekanntheit verschafft hat, aber auch die zentrale Frage stellt, wie Menschen einfach auch international bei dem Thema Ernährungswende mitgenommen werden können. Und es gibt eben auch Bücher von dir. Es gibt aber auch noch ein wichtiges Amt, nämlich du bist im Kölner Ernährungsrat. Und bereits hast du im Jahr 2002 einen Verein gegründet, der heißt Foodsharing e.V. Das heißt also mit ganz viel Engagement, ganz viel Expertise, ganz viel Output zu dem Thema, zum Thema gute Ernährung für alle, freuen wir uns auf euch beide. Da bin ich tatsächlich sehr froh und würde gerne mit einer unkonventionellen Frage mal anfangen. Erst an Renate und dann an dich, Valentin. Wir sind jetzt im Wahlkampf. Und Valentin Thurn, du bist wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs. Wie ist das, Renate? Schaffst du es in diesen Zeiten zwischen Podiumsdiskussionen, digitalen Veranstaltungen, von A nach B zum Wahlkampfstand fahren? Was weiß ich, dann einmal kurz nach Hause, mal vielleicht auch eine Ecke Schlaf nehmen und am nächsten Morgen wieder los zum Pendlerwahlkampf um 6 Uhr am, wo auch immer, in Schöneberg wahrscheinlich. Wie schaffst du es in dieser ganzen Zeitenge, dich noch regelmäßig zu ernähren und vor allen Dingen gesund. Schaffst du das? Kurze Antwort gefragt. Mach dein Mikro an. Wir steigen danach tiefer ein. Ich sag's mal. Dann darfst du Ja, jetzt kurz antworten und gleich weiter. mehr oder weniger schaffe ich das. Ich habe ja, da können wir nachher auch nochmal drüber reden, so mit so eine Bio-Brotbox-Aktion gemacht, 2001. Deshalb habe ich immer, für Schülerinnen, Erstklässlerinnen, habe ich immer so eine schöne Brotbox. Da nehme ich da eigentlich ein bisschen Obst und Gemüse mit für unterwegs oder ich nehme Beutel Nüsse mit. Aber ich gebe zu, ich habe in diesem Wahlkampf, und noch ist er nicht zu Ende, schon zweimal einen Burger gegessen. Einmal unterwegs in Tempelhof, weil wir so einen Hunger hatten und aber auch nicht viel Zeit, bis wieder der Stand war zwischen Terminen. Und das letzte Mal am Sonntagabend bei diesem Triell. Ja, da waren draußen so ein paar Foodtrucks aufgebaut und ich hatte so ein Ding. Irgendjemand sagte zu mir, da hinten ist auch ein vegetarisch-veganer Stand und ich bin aber schnurstracks zum Burger gegangen. Mir war so. Gut, aber man sollte es ja auch hin und wieder durchaus essen. Ist ja nicht der Punkt. Ja? Aber ja, Aber es ist nicht was ich einfach. am meisten vermisse, ist aber zu wenig Zeit, mal selber zu kochen. Ich nenne das immer enteignet Essen. Wenn du ständig unterwegs bist und selbst wenn du dir was mitnimmst oder so, aber du bist immer auf die Angebote angewiesen und wir kennen ja die Bundestagskantine, die ist auch stark verbesserungsbedürftig. So, und eigentlich liebe ich es auch, das ist auch Kunsthandwerk, hier selber was zuzubereiten, so wie man gerade Lust hat. Ja. Genau. Und es ist eben auch so, dass auch wenn man jetzt irgendwo von extern oder enteignet ist, die Frage, wie frisch ist das alles, ist nochmal eine andere. Und deswegen an Valentin Thurn die gleiche Frage. Diese Frage von vielleicht auch abwechslungsreich zu essen. Wie ist das in dem Alltag, auch zwischen vielleicht Schreibtisch und dem nächsten Buch oder dem nächsten Filmprojekt möglich? Da ich ja weiß, dass Filmprojekte sehr zeitintensiv sind und man viel unterwegs ist, gelingt dir das? Ja, also was mir gelingt, ist eigentlich schon jeden Tag frisch zu kochen, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ja zum Glück nicht, bin ja nicht ständig auf Achse, wobei jetzt gerade geht es mir so ein bisschen wie Renate. Mein neuer Film Träum weiter. Passt jetzt irgendwie auch zum Thema. Da geht es um Zukunftsvision. Der kommt am 30.09., also kurz nach der Wahl dann raus. Und ich fange jetzt schon ein bisschen die Festivaltour an und dann geht die Kinotour los. Und da ist es natürlich, ich kenne das auch noch von den letzten Filmen, da bist du jeden Tag woanders und hat bei mir immer noch ein bisschen den Vorteil, ich bin eigentlich fast immer, wenn ich irgendwo bin, kommen Leute aus diesen Ernährungsinitiativen und die wissen dann, wo man gut essen kann.
Ja, das ist der große Vorteil. Es ist klug, solche Leute zu kennen, genau. Gibt es überall in ganz Deutschland. Also ja, das Schöne genau. ist, regionales Essen hat sich doch inzwischen irgendwo gut durchgesetzt. Das stimmt. Ich habe jetzt bei uns im Wahlkampf, wir haben jetzt am Samstag noch eine Radtour gemacht, einige von den Krefelder Grünen und aus dem Wahlkreis Moers und Neukirchen-Plön sind jetzt auch hier in dieser Runde. Wir haben noch eine Radtour gemacht und haben Solawi besucht, also die solidarische Landwirtschaft. Das muss ich ehrlicherweise sagen, da gab es dann auch bei einem anderen nächsten Termin dann tatsächlich den Eintopf von Solawi. Und ich kann nur sagen, ich wäre am liebsten in diesen Suppentopf gesprungen. War das köstlich? Und das Wissen darum, ich wusste ja, wo die Kartoffeln und das Gemüse herkamen, jetzt von welchem Feld, das war schon sehr, sehr gut. Steigen wir aber trotzdem jetzt mal ein, weil ich glaube, das Interesse vieler hier ist ja auch zu hören, nochmal über Ernährungswende und Ernährung zu sprechen, worum es da genau geht, liebe Renate. Also was ist das, was du verändern willst und vor allen Dingen mit dem Blick darauf, für wen ist das eigentlich gut und warum ist das so wichtig? Also bleiben wir jetzt einfach mal ein bisschen allgemeiner, aber dann kannst du mal so einen ersten Aufschlag machen. Ja gut, ich versuche das mal. Der Punkt ist, wenn ich mal ein paar grundsätzliche Worte sagen darf, ganz viele reden ja immer von der Ernährungs-, von der Agrarwende, Quatsch, von der Agrarwende, ja. Und manche wollen da gar nicht ran an das Thema, weil sie denken, wow, da hast du die ganze Zeit mit diesen ganzen Agrarverbänden zu tun und man streitet sich nur um Subventionen und Bürokratie und hin und her. Das Thema ist so ein bisschen ja anstrengend geworden, sag ich mal, ja. Und dann noch Demos und Trecker, die wo langfahren, obwohl ja dahinter ganz spannende Sachen stecken. Also Klimaschutz, Biodiversität allein, ja, oder auch die Frage, wie sind unsere Lebensmittel hergestellt und haben sie Rückstände? Ob das jetzt Pestizidrückstände sind, für die es natürlich Rückstandshöchstmengenverordnung gibt, wie viel noch drin sein darf, sonst darfst du es nicht vermarkten und so. Anwendungsregeln, deshalb auch Tag X vor der Ernte und erst dann darfst du ernten und so. Dann kennen wir das Problem in diesem Bereich, dass in der Tierhaltung so viele Tiere so dicht gehalten werden und immer noch die sogenannten Reserveantibiotika eingesetzt werden. Das sind die Antibiotika, die quasi die für Menschen in der Humanmedizin auch noch Wirkung haben. Und so. Und jetzt habe ich es eigentlich nicht ganz präzise gesagt, nicht immer noch eingesetzt werden, ist gar nicht das wirkliche Problem, sondern dass sie immer im ganzen Stall eingesetzt werden, mit dem Ergebnis, dass da die Keime schon resistent sind. Ja? Das heißt, wir organisieren uns selber über die Massentierhaltung resistente Keime gegen noch wirkende Antibiotika, die man ja in Krisensituationen braucht. Und mit dem Ergebnis, dass sie nachher bei den Menschen gar nicht mehr wirken. Ja, wir machen uns selber die letzten Antibiotika kaputt. Also an all das denkt man alles und die Subventionen und all sowas. Viele Leute wissen, 40% des europäischen Haushaltes werden im ganzen Agrarbereich ausgegeben und wie viele, genauso wie ich, finden immer noch mit viel zu laschen Kriterien. Da ändert auch die neueren Beschlüsse viel zu wenig dran. Und ich finde, wir müssen eigentlich mehr das Passstück dazu diskutieren, aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, wenn wir eine Agrarwende wollen, müssen wir auch eine Ernährungswende machen. Also die, die das essen, kaufen und essen, müssen auch eine Wende und eine Verhaltensänderung haben oder eine Strukturveränderung. Und der andere Punkt ist der, was ich immer finde, wir können auch diesen ganzen Agrarstrukturen das Thema nicht alleine überlassen, weil es schließlich um unsere Ernährung geht. Das sind die Stoffe, die in welchem Zustand auch immer ich in meinen Körper aufnehme und mein Körper benutzt das, ja, nutzt das und wird entweder von Zucker abhängig bei hochverarbeiteten Sachen oder mit resistenten Keimen konfrontiert, gut ernährt oder nicht, oder die Pestizide, Rückstände. Man sagt immer, das sind quasi hormonwirksame Stoffe, die wir aufnehmen und die im Körper auch was machen, auch wenn man nicht nachweisen kann, welche Wirkung bei Krebs oder bei Genveränderungen oder Reduktion der Fertilität, also der Fortpflanzungsfähigkeit, das irgendwann in vielen Jahren später mal hat. Aber das sind alles reale Probleme, wo es massenhaft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sagen, das wirkt so. Und deshalb habe ich so das Gefühl, also ich möchte eigentlich eine Ernährungssituation haben, in der ich sagen kann, wir kriegen hier eine gute Ernährung, die eine gute Prozessqualität hat, also im Einklang mit Natur, Umwelt, Tier hergestellt ist und die meinem, deinem, eurem, unserem Körper und vor allen Dingen auch dem der Kinder gut tut. Und deshalb
sag mal, wenn die alten Lobbystrukturen bis hin zur chemischen Industrie so starr sind und zu wenig Bewegung ist, dann haben wir doch mit Blick auf Klima und Biodiversität und so weiter, ja, den Grund zu sagen, dann versuchen wir es mal von der anderen Seite der Konsumenten her, aber auch aus rein egoistischen, zu Recht egoistischen Gründen, dass wir unsere eigene Gesundheit, ja, sollte uns animieren zu sagen, und wir arbeiten jetzt für eine Ernährungswende. Und ich will noch einen Punkt hinzufügen. Für eine Ernährungswende spricht auch das starke soziale Gefälle, das wir im Kontext Ernährung haben. Wir sehen, wir haben ja eine Zunahme an Übergewicht, sogar teilweise Fettleibigkeit. Man sagt ja, dass in unserer Welt schon sozusagen die Hälfte aller Erwachsenen übergewichtig ist. Mit Übergewicht steigt die Gefahr für Krebs, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und wir haben ungefähr 15% von Kindern, die massiv übergewichtig sind. Das heißt, das sind alles kleine Prädiabetiker. Ja, wenn du die Werte so hast und die Zahl der Diabetiker bei den Kindern, so 10, 11, 12 Jahre, steigt auch rasant an. Bei den Erwachsenen sind schon fast 10 Millionen, die Diabetes haben. Das heißt, du hast als Ergebnis einer Umwelt und einer Ernährungsweise, bist du quasi chronisch krank. Chronisch krank. Und das, überleg mal, wenn schon 10, 11-Jährige das haben, also am Anfang ihres Lebens in die Situation kommen, ihr Leben lang chronisch Krankenbehandlung zu haben und wer weiß, ob sie nicht, ja, vielleicht sogar später auch eine Niere brauchen und so, ja. Und das soziale Gefälle dabei ist, dass man sehr klar sieht, dass Übergewicht Erwachsenen und Kindern bei den finanziell schwächeren und weniger gebildeten Schichten überproportional vorhanden ist. Und das ist schon eine Ungerechtigkeit unseres Ernährungssystems. Und daraus erwächst was. Sie werden gehänselt, sie machen am Sportunterricht nicht teil, verpassen da was. Sie sind, weil schlecht ernährt, teilweise auch in der Schule weniger fähig. Es gibt allerdings in der Schule auch die Unterernährung und so. Das heißt, Bildung funktioniert ja weniger gut, wenn du nicht gut ernährt bist. Ja, so. Und damit habe ich jetzt das ganze Drama dieser Problemfälle aufgezählt. Und ich will nur noch einen Punkt sagen, was für mich der Dreh- und Angelpunkt ist, über den ich gerne diskutiere. Das gehört zum Wort Ernährungswende dazu. Wenn unsere Welt mit hochverarbeiteten Lebensmitteln, mit Werbung gegenüber Kindern, mit der Frage, wie überhaupt die Rohstoffe hergestellt werden und welche Rückstände oder Keime und so weiter es da gibt, so ist, dann muss man sagen, das ist ein gescheiterter Bereich. Unser Ernährungsbereich ist gescheitert. Der muss auf andere Beine gestellt werden, die zur Gesundheit sozusagen von Mensch und Natur beitragen und damit auch unsere Lebensgrundlagen, übrigens auch die der Bauern, in Zukunft halten. Und deshalb ist dieses Wort, das nicht nur ich benutze, sondern auch viele andere, Ernährungswende und eben Ernährungsumgebung umgestalten. Heute kommt dir, egal ob in der Kantine, in der Schule, auf dem Bahnhof, überall, als erst und in der Werbung schlägst du ein Magazin auf, schaltest ein Gerät an. Es kommt dir meistens was entgegen, was dir suggeriert, dass du das essen sollst, weil du dann toller und cooler bist. Die einen werben für ein zuckerhaltiges Getränk mit einem Weihnachtsmann, die anderen, das ist nur cool, wenn du dies isst. Und das alles ist zu viel Zucker, fast alles zu viel Salz, zu viel Fett, zu viel Zucker. Und das ist jetzt der Punkt, dass wir diese gesamte Ernährungsumgebung verändern müssen mit anderen Kriterien, dass sozusagen alle Nachhaltigkeitskriterien mit einbezogen werden. Und das fängt bei der Werbung an, bei der Schule, was gibt es da zu essen, dass du nicht bei Werbung ständig Kinder mit überzuckerten Lebensmitteln adressierst, dass die Kantinen umgestellt werden, wir die Krankenhäuser umstellen und bei der Gelegenheit übrigens gleich noch auf Klima und Artenvielfalt achten. Also es ist schon ein ganz großes Problem. Manche denken, bei dieser Frage Ernährungspolitik geht es um Kochkurs oder so. Nee, es geht um die Grundlagen unserer Gesellschaft und Gesundheit. Ja, danke Renate. Ich glaube, jetzt glaube ich, ist so der mit dem Bulldozer das Thema in den Zoom-Raum geschoben worden. Und das ist jetzt nur ein Teil dessen. Wir haben ja schon auch häufiger, auch wir beide, schon auch darüber gesprochen. Du hast es mir auch schon mehrfach bilateral erläutert. Ich muss ehrlicherweise sagen, an dieser Stelle habe ich gedacht, ich muss zu diesem Thema tatsächlich dringend wirklich auch mich mehr informieren, was ich jetzt heute auch gerne mit euch tue. Und deswegen an dich, Valentin, du hast nochmal einen anderen Blick jetzt, den ich nochmal ergänzend dazu von dir wissen möchte, nämlich die Frage auch, wie bei der Frage der Ernährung tatsächlich auch alle Menschen ernährt werden können. Also wird dieser Planet satt,
und auf wessen Kosten läuft eigentlich die bisherige Ernährungskette, die wir eigentlich so haben, also Tiere, Natur. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, aus deiner Arbeit auch, was für dich die zentralen Fragen sind, neben dem, was Renate ja schon gesagt hat, aber vor allen Dingen, mit welchem Blick schaust du auf dieses Thema Ernährungswende? Ich habe mich, also bei mir begann das Ganze mit der eigentlich war ich da fassungslos, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Fing an mit den Supermarkttonnen, aber das geht ja entlang der ganzen Produktionskette von den Bauern bis hin zu uns Verbrauchern. Und ich habe irgendwie gar nicht so richtig verstanden, warum das so viel ist. Und inzwischen ist mir das klarer, weil es gibt auch Untersuchungen aus vielen Ländern. Und eigentlich beginnt das da, wo das System Supermarkt ankommt in einer Gesellschaft. Also in den Schwellenländern, wo dann plötzlich die Mehrheit ihr Essen anonym einkauft, gar nicht mehr weiß, wo es herkommt. Da fehlt jede Beziehung zu den Lebensmitteln. Das sorgt dafür, dass die Wertschätzung weggeht. Das sorgt auch dafür, dass die Leute immer weniger wissen darüber, was eigentlich gut und schlecht ist und unsicher sind. Also wir tendieren ja dazu, dann zu sagen, na gut, es muss perfekt aussehen. Dabei wissen wir eigentlich, also die meisten jedenfalls, dass Obst zum Beispiel dann am leckersten ist, wenn es schon nicht mehr so gut aussieht. Aber im Supermarkt kaufen wir nur die Bananen, wenn sie noch grün sind. Also essen, also sind oft gezwungen, also Avocado unreif zu essen. Oder also das macht eigentlich keinen Sinn, dass wir uns nicht mit der Qualität beschäftigen. Aber es ist nicht im Vordergrund, weil wir unsicher sind. Dieses Datum ist nur eine Krücke. Es ist eine Krücke, weil wir uns unsicher sind, wie lange können wir das Zeug noch essen. Und es gibt eine politische Ebene, es gibt diese psychologische Ebene, wir haben keine Beziehung mehr dazu, die Wertschätzung geht flöten und jeder, der im eigenen Garten, in einem urbanen Garten oder sonst wie selber Gemüse anbaut, entwickelt eine Beziehung, der konsumiert dann auch anders. Deswegen ist das so eine Bedeutung in urbanen Gärten, da geht es gar nicht darum, die Städte jetzt plötzlich aus so einem Garten komplett zu ernähren. Das sind ein paar Prozent, aber das Mentale, der mentale Effekt, der ist riesig. Aber es gibt schon auch noch politische Ebenen. Also da muss ich schon sagen, da war ich echt konsterniert. Wir hatten so einen internen Workshop, Foodsharing und die Deutsche Umwelthilfe mit Leuten auch aus dem Bundesernährungsministerium. Und da gibt es auf der, ich sag mal, Referentenebene, also oder mit Sachbearbeiterebene gab es schon tolle Pläne, weil wir immer gesagt haben, es gibt zwei verschiedene Daten, das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Verbrauchsdatum. Das eine ist eigentlich mehr so ein Gütesiegel, kann man locker drüber gehen, beziehungsweise wenn man dann feststellt, ist nicht mehr gut, dann, wenn man dann schon was probiert hat, ist keine Gesundheitsgefahr. Das sind die meisten Produkte mit einem Datum. Es gibt aber ein paar, wo man durchaus von Gesundheitsgefahren ausgeht und wenn man gesagt, Mensch, das ist so schlecht unterscheidbar. Die meisten wissen, dass es diesen Unterschied gibt, aber das steht irgendwo hinten auf dem Produkt. Die EU schreibt vor in 2 mm großen Lettern. Und jetzt haben tatsächlich Leute aus dem Ministerium und das lag auf dem Tisch eigentlich, gesagt, okay, wir arbeiten was aus, dass man die beiden Daten gut unterscheiden kann, grafisch oder farblich unterscheiden kann. Und in dem Workshop haben wir das auch nochmal angesprochen, ja, warum gibt es das jetzt eigentlich nicht? Und dann hat tatsächlich die Mitarbeiterin aus dem Ministerium gesagt, naja, wir haben das der Industrie vorgestellt und die wollten das nicht. Was sollen wir da machen? Da frage ich mich, wer regiert uns eigentlich? Also das war so ein Parade, das hätte ich natürlich vor Kameras nicht gesagt, aber das war jetzt in so einem internen Arbeitsatmosphäre. Ne? Aber okay, deine Frage ging ja ein bisschen weiter noch. Die ging ja wirklich darum, wo sind die Stellschrauben? Also die eine ist natürlich hier bei uns Menschen und unserer fehlenden Beziehung zu Lebensmitteln. Die andere ist das Thema Lobby, da komme ich aber gleich nochmal dazu. Und das Dritte ist, finde ich, dass wir auf die Welternährung mit so einer europäischen Brille schauen. Die passt nicht. Also wenn wir unsere europäische Brille, das ist die Erzählung auch der großen Agrarindustrie, Bio hat pro Hektar weniger Ertrag
Und damit können wir die Welt nicht ernähren. Wir müssen das so machen, wie das unsere konventionellen Bauern machen, mit viel Chemie und viel Pestiziden, und dann erzeugen wir mehr. Das stimmt aber außerhalb von Europas nicht, weil die Klein, da gibt es nicht diesen Gegensatz biokonventionell, sondern da gibt es Kleinbauern, Großbauern. Und die Kleinbauern erzeugen überall, jede Studienlage ist weltweit die gleiche. Die Kleinbauern erzeugen immer mehr pro Hektar Land, oft das Doppelte, Dreifache als die Großfarmer. Ganz wichtig, um das zu verstehen, ist, das sind jetzt keine reinen Bios, die nehmen auch schon mal Kunstdünger, wenn sie den kriegen können, aber meistens können sich das eh nicht leisten. Also das heißt, die arbeiten relativ nahe an dem, was wir Bio nennen würden. Und wieso kriegen die dann plötzlich so viel mehr? Ja, weil die Arbeitskräfte zur Verfügung haben in Hülle und Fülle. Jetzt könnte man zwar sagen, ja, das ist natürlich ungerecht, dass die Arbeitskräfte so viel billiger sind in Entwicklungsländern als bei uns. Ja, das ist die große Ungerechtigkeit der Weltökonomie, aber das wird sich leider so schnell nicht ändern. Also die Situation ist, die haben Arbeitskräfte zur Verfügung. Unsere Bauern leben in einem Hochlohnland, also auch die Biobauern, und die müssen mit Maschinen arbeiten, sonst wäre es ja noch teurer. Also ein Beispiel von Dreharbeiten aus Afrika. Wir haben eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation, die GIZ, die uns da eingeladen hat nach Kenia, durften wir also mal ein Beispiel betrachten, wie sie moderne Landwirtschaft nach Afrika bringen wollen. Ein Kartoffelroder, das ist so eine große Maschine, die Kartoffeln aus dem Boden holt, aus deutscher Produktion, wurde dahin geschafft, und wir haben das gedreht und fanden das hochinteressant. Haben die Bauern gefragt, ja, und wie ist das, wie oft setzt ihr den jetzt ein? Da meinten sie, nö, das haben wir jetzt eigentlich nur heute für euch, für die Kamera aufgebaut. Sonst brauchen wir den nicht, weil wir haben ja genügend Leute, die ernten, und die machen das viel billiger. Und das ist der Punkt. Die Landwirtschaft funktioniert da anders, und das wird noch auf absehbare Zeit so sein. Und wir sollten stattdessen einsehen, dass es, das heißt ja gar nicht, dass die Kleinbauern irgendwie auf einem rückständigen Standard, die sollen durchaus am wissenschaftlichen Fortschritt teilnehmen können. Also es gibt halt auch viele tolle Lösungen, die so sind, dass eben nicht kapitalintensiv Dünger, Pestizide eingesetzt werden müssen und trotzdem die Erträge gesteigert werden. Die muss man denen nahebringen. Und da gibt es auch Organisationen, die tun das. Blöderweise kann man natürlich von Bayer sowas nicht verlangen oder von Syngenta und anderen. Das sind keine Wohltätigkeitsorganisationen. Also wir müssen da mit öffentlichen Unis oder privaten Stiftungen. Aber die tun das zum Teil eben auch. Zum Glück, und das ist dann mein letztes, zum Glück, die Agrarkonzerne, die haben ja Europa schon fest im Griff. Also es gibt ja fast nirgendwo mehr Bauern, die Saatgut verwenden, das nicht irgendwo von einem Großkonzern kommt. Also langsam wächst so, auch im Biosektor wächst das. Aber selbst Bio-Saatgut ist oft von Großkonzernen und lässt sich von den Bauern nicht mehr vermehren, weil die natürlich jedes Jahr wollen, dass die Bauern immer neu kaufen. In den Entwicklungsländern haben die aber den Markt noch längst nicht im Griff. Da gibt es ganz große Bereiche, die sich dem entziehen. Die Bauern wollen das nicht. Die sagen, wir haben es ja viel besser. Die riechen die Lunte, und die sehen auch, wie teuer das ist. Und die sehen auch, wie gefährlich das ist, sich da dran zu binden. Also wir hatten bei Dreharbeiten das erhellende Erlebnis, dass also Bayer hat Reissorten, die durchaus mehr Ertrag bringen, als die traditionellen. Also das ist das, was sie dann halt auch vermarkten wollen, sagen, liebe Bauern, ja, nimmt unser Saatgut. Das kostet zwar jedes Jahr Geld, aber dafür habt ihr einen besseren Ertrag. Das holt ihr wieder rein. Es war jetzt kurz bevor wir dahin fuhren, war Hochwasser in dem Gebiet in Indien. Und dann konnten wir das richtig schön sehen. Da war ein Feld, total braun, alles zerstört, scharfe Linie, alles grün daneben. Wie kommt das? Ja, das Grüne, das sind unsere traditionellen Reissorten. Die haben das Hochwasser überlebt. Das Braune waren halt die Hochleistungssorten, die sind leider anfällig.
Das heißt, und das muss man sich, das ist nämlich dann die wichtige Folge, wenn bei uns ein Bauer eine Missernte hätte, der würde zur Bank gehen. Die würde ihm über diese Krise helfen und nach ein, zwei, drei Jahren könnte er den Oder Kredit zur zurückzahlen. Die Agrarministerin. zahlt dann auch mal genauso Nothilfen. In Indien werden die Bauern ausgelacht, wenn die zur Bank gehen. Die kriegen ja noch nicht mal ein Girokonto. Also der kann nur zum örtlichen Wucherer gehen. Ich habe die gesehen, die fahren mit dem Moped an einen Feldrand und kassieren ihre wöchentliche. Also das sind dann über 100% Zinsen im Jahr. Das wäre bei uns verboten. Also da können sie das verlangen. Und das heißt, eine Missernte durch so ein Naturereignis sorgt für einen vollkommenen Ruin. Der Bauer kann sich im nächsten Jahr kein Saatgut mehr kaufen von Bayer und Co. und hat aber auch kein eigenes mehr. Gut, in dem Fall, in dem Dorf gab es eine Saatgutbank, da haben ihm die Nachbarn geholfen. Aber sonst bliebe dem nichts anderes übrig, als in die Slums der Städte abzuwandern oder irgendwann übers Mittelmeer Richtung Europa aufzubrechen. Breites Feld. Ich sage jetzt mal vielen Dank, Valentin, erstmal für diesen kurzen, aber finde ich sehr wichtigen Blick. Und ich finde ihn ja auch, wenn ich ehrlich bin, war gerade überrascht, ne, dass es das 2- bis 3-fache des Ertrags in der bäuerlichen Landwirtschaft in sogenannten Entwicklungsländern herauskommt. Wenn ich ehrlich bin, wusste ich das nicht. Aber die Hoffnung, die du ja auch damit gleichzeitig gibst, nämlich mit der Frage, was für Systeme müssen wir vielleicht zur Absicherung auch unterstützen? Aber dass es im Prinzip Saatgut gibt, was resistenter ist, ist ja schon mal ein guter Blick darauf. Ich persönlich übrigens komme aus der Landwirtschaft, also ich bin auf einem landwirtschaftlichen kleinen Betrieb aufgewachsen und das Hochlohnland, wo heute alles maschinell gemacht wird, kann ich mich zumindest heute, ich bin ja 55, also ungefähr vor 40 Jahren erinnern, da sahen meine Pfingstferien und meine Herbstferien danach aus, dass ich Rüben schuffeln war oder Kartoffeln sortieren war. Das waren meine Herbst- und Pfingstferien. Das war einfach immer geprägt von viel Feldarbeit. Von daher, das ist aber trotzdem nochmal ein anderer Punkt. Aber jetzt, ja. Ich will vielleicht mal an euch beide die Frage stellen, mit dem Blick darauf, was sind wir, also damit wir die Zeit auch gut nutzen. Was ist denn tatsächlich oder was sind auch die Perspektiven, die wir, wenn wir Dinge verändern können, hier bei uns, aber auch mit einer globalen Auswirkung, was sind auch die Hoffnungsperspektiven, wenn wir Dinge verändern, nicht wie Frau Klöckner eben ständig auf der Bremse stehen. Also ich nehme mal das Bio-Siegel als Ausgangspunkt. Das hat jetzt seinen 20. Geburtstag gefeiert. Und was wir aber erkennen können, ist, dass die Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln oder vielleicht auch regionalen Lebensmitteln, vielleicht auch beides zusammen, es ist auch vor allen Dingen viel mehr nachgefragt wird. Die Corona-Krise oder auch die Corona-Pandemie hat nochmal hier eine Veränderung reingebracht. Also es ist ja so, dass in der Corona-Zeit nochmal der Anteil von Menschen gestiegen ist, die sich für eine gesunde oder eine ökologische Ernährung interessieren oder auch umsteigen wollen und auch nochmal, dass Menschen mehr tier- und klimafreundlich sich ernähren wollen, hat über die Corona-Phase nochmal zugenommen. Das heißt, die Mehrheit der Lebensmittel, die Menschen sich aber vielleicht auch kaufen wollen oder vielleicht auch leisten können, erfüllen eben diese Kriterien nicht. Nicht alle oder ganz oft eben nicht. Und da würde ich gerne von euch wissen, was passieren muss, damit wir für diese Ernährung, ihr habt das beide schon mal kurz angetickert, aber wir wollen jetzt von euch beiden noch mal wissen, was muss passieren, damit einfacher Lebensmittel, ökologische oder regionale zu bekommen sind. Vor allen Dingen, wie werden sie bezahlbar? Wie lässt sich eben auch der Preis hier für diejenigen, die kleinere Einkommen haben, wie lässt sich das quasi bewerkstelligen? Renate, magst du mal anfangen? Ja, kann ich machen. Also das ganz große Problem ist ja, dass wir rundrum, sage ich mal, umzingelt sind von rechtlichen Strukturen, die wir alle jetzt aufknacken müssen. Um ein Beispiel zu nennen, wir müssen eigentlich, also wenn man jetzt sagt, wie kommen Menschen zu einer anderen Ernährung? Also
jenseits dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass du Ernährungsumgebung verändern musst. Es muss überall auch anderes sichtbar sein. Wir müssen, sagen wir mal, die Ausschreibungsregeln, wer kommt in die Kantinen, ja, oder in die Schulkantinen oder so, regeln. Das ist ein Punkt, der mir ganz stark am Herzen liegt, weil ich, ja, und vielen anderen auch, weil die Gemeinschaftsverpflegung, die es gibt im Kindergarten, in der Schule, in den Unimensen, in den Krankenhäusern, in den Altersheimen und so weiter, ein ganz großer Faktor ist, um auch Landwirten, die umstellen, meinetwegen auf Bio oder auf eine bessere Tierhaltung, auch eine gute Absatzmöglichkeit zu geben, eine berechenbare, weil wir dann einfach mehr Leute haben, die auch sagen können, toll, das Studentenwerk bei mir, wenn ich von, ja, meine Möhren oder Kartoffeln umstelle auf Bio, schließen die jetzt einen Vertrag mit mir ab, wenn ich dann in die Umstellungsphase gehe und der ist so lange und sie garantieren mir auch angemessene Preise und so weiter. Das entwickelt, das ist wichtig, weil es Mängel, verlässliche Abnahmemengen macht, damit auch eine, ja, sozusagen Ökolandbau ausbaut oder Respekt bei den Tieren, die Tierzahl auf gleicher Fläche reduziert und so. Also das sind Dinge und das müssen Stadt und Land und andere machen. Also wir haben ja in Deutschland 300 Milliarden öffentliche Auftragsvergabe. Ich weiß leider nicht, wie viel davon jetzt irgendwie im Kontext Ernährung ist, aber man kann sich das ja vorstellen, auch wenn du Krankenhäuser und ähnliches umstellst. Deshalb bin ich immer Anhängerin davon, dass sich Städte oder Kreise Ernährungsstrategien auflegen müssen. Da kann Valentin als Mitglied des Kölner Ernährungsrates bestimmt manches zu sagen. Ich will es nur mal auf 2, 3 allgemeine Sätze sagen. Es gibt ja Städte, nehmen wir meinetwegen Bremen, ja, die haben in dem Bereich sich auf Biostadt umgestellt und angefangen, die ganze Kinderernährung umzustellen, da, wo sie Gemeinschaftsverpflegung ist. Berlin hat eine Ernährungsstrategie erarbeitet, zusammen mit dem Ernährungsrat. Da könnte das eine oder andere natürlich noch schneller und weiter gehen, aber immerhin, und es ist da mühevoll, gegen die Sozis zu fighten, muss man schon, oder mit denen zu fighten, da ist jetzt einmal eine Kantine Zukunft eingerichtet, das ist ungefähr das, was in Kopenhagen das House of Food ist, und in dem sozusagen geschult wird, wirklich nicht mehr nur die Tüte aufzuschneiden und das Essen zu erwerben, sondern selber zu kochen, auch im Gespräch mit jeweils den Adressaten, die du hast. Und da haben wir jetzt immerhin den Punkt, dass die Berliner Ausschreibungsregeln, deshalb sind Ausschreibungsregeln aller Orten wichtig, dass die Ausschreibung für die Schulverpflegung 1. bis 6. Klasse bei uns in Berlin vorsieht, dass 50% Bio sein muss. Schon beginnt das Problem. Wo kriegen sie das her? Die Schulketerer müssen umstellen, machen aber mit, weil das jetzt eine Regel ist, die für alle gilt. Ja. Wir waren da eigentlich immer aufgeschlossen und wollten natürlich bei der nächsten Ausschreibung schon mal selber gut qualifiziert sein und das Wissen haben und so. Und gut, dazu gibt es Schulungen. Wie kochen wir anders? Und so. Es gibt da mittlerweile, haben die aber auch schon eine Kantine von der Berliner Stadtreinigung umgestellt, fangen mit Krankenhäusern an. Mein Traum ist, wo wir auch gut dran arbeiten, schon als Grüne, dass die Charité als sozusagen das eines der weltberühmtesten Universitätsklinika umstellt. Ja? Also auf vollwertiger und. Ich glaube, das ist ein dickes Brett, aber es bewegt sich schon was. Das sind alles Dinge, die ja sozusagen die Urproduzenten mit den Konsumenten zusammenbringen und da eine andere Ernährung zu haben, zu erkennen, das zu merken und zu erfahren, dass meinetwegen auch was Vegetarisches und Veganes unheimlich gut schmecken kann. Das ist eigentlich ein wirklich großer Punkt. Und ich bin froh, dass zum Beispiel Studentenwerke da in den letzten Jahren ziemlich umgestellt haben. Also in Berlin gibt es auch vegane, vegetarische Gerichte. Die TU hat eine vegane Mensa und so. Also es fängt da schon einiges an. Und das geht aber weiter, weißt du, bis hin zur Frage, wie ist die Vergabe von Plätzen auf Weihnachtsmärkten, von Plätzen auf dem Markt überhaupt. Ich sehe Friedhelm von Mehring, den kann ich jetzt zwar nicht lesen, aber fragt da was. Und das kann man in ganz vielen Bereichen machen, ja, aber es gehört am Ende auch in die Bundeswehr- und Polizeikantine umzustellen. Die haben auch das Recht drauf, sozusagen wirklich gesund ernährt zu werden. Das heißt ja nicht, dass man die Currywurst komplett abschafft oder so. Nein, aber dass das andere Angebot immer besser wird. Und auch da muss man Klimaschutz und Artenvielfaltschutz mitbedenken. Und jetzt will ich noch mal kurz sagen, da drumherum gibt es natürlich aus diesem agrarischen Bereich viele Dinge. Also, dass wir die europäische Agrarpolitik verändern müssen, haben wir uns ja gerade in den letzten Monaten viel gestritten, auch mit Frau Klöckner, die mal wieder alle beleidigt hatte. Na gut, die 6 grünen Agrarminister wurden also dann von
SPD, FDP, CDU, CSU und der Linken beschimpft, weil sie eben nicht, wie Frau Klöckner da im Januar schon fertig sein wollten, sondern mehr Gelder umschichten in ökologische Kriterien. Damit meine ich nicht nur zertifizierten Ökolandbau, sondern einfach, gibt es eine Hecke, gibt es was gegen Bodenerosion, ja? Wird kein Glyphosat eingesetzt, dass Bauern dafür Punkte und eine finanzielle Honorierung kriegen, weil es Gemeinwohlinteresse ist. Und unser Interesse ist ja, im Laufe der nächsten 12, 13 Jahre, das, weil es immer so Perioden hat, die gesamten europäischen Gelder, da diese 40% des Haushaltes, auf eine sogenannte Gemeinwohlprämie umzustellen. Dass man wirklich definierte Klima-, soziale, ökologische Kriterien hat, für die quasi ein Punktesystem berechenbar für die Bauern macht. Wenn ich das mache, bekomme ich so und so viel Geld. Heißt aber übrigens auch, dass wir die ganzen internationalen Handelsverträge anders betrachten müssen. Es kann ja nicht sein, dass wir dann sagen, ja, wir haben nichts damit zu tun, dass für unsere Tierhaltung das Sojafutter aus Südamerika kommt und wir kümmern uns nicht darum, wie das hergestellt wurde mit Gentechnik, viel Glyphosat und so weiter. Und da hast du die Umweltschäden, die CO2-Schäden und die Gesundheitsschäden vor Ort massiv. Also auch Handelsverträge müssen wir sagen, das kann nicht so sein, du hältst die Hand vor Augen und sagst, das sieht man jetzt dem Fleisch nicht an, wie das Futter produziert wurde. Ja? Also da muss man schon scharf reingehen. Und dann gibt es natürlich einen großen Punkt, der ganz wichtig ist, auch im Bereich Klima und für die individuelle Gesundheit. Alle Ärztinnen und Ärzte, alle möglichen, sagen ja, esst weniger Fleisch und wenn dann nicht das rote Rinder. Heißt, der Schweinebereich hat jetzt sowieso aus mehreren Gründen wegen Schweinepest und so weiter massive Probleme, dass wir aber in diesen Bereichen aus dieser ewigen Weltmarktorientierung rausgehen. Wir produzieren Masse, Masse, Masse und verscherbeln es irgendwo auf dem Weltmarkt, sind dann frustriert, wenn der es nicht will. Sondern dass wir auch hier sagen, die Anzahl der sogenannten Nutztiere muss massiv runtergehen. Man könnte auch sagen, bis 2035 spätestens muss eigentlich die Menge halbiert werden. Und dass wir da auch Umbausysteme haben, es gibt dazu einige Ideen. Aber das sind alles Punkte, wie man unschwer sehen kann, wo du mit viel Lobbyinteressen zu tun hast, viel Druck hast, du willst bestimmen, was wir essen oder so. Aber ich finde ja immer, dass die größte Bestimmerei und der größte Zwang heute existiert, wo wir uns anstrengen müssen, wenn wir uns gesund ernähren wollen für uns selber, für die Kinder, wenn wir uns anstrengen wollen, ein Stück mehr im Einklang im Naturkreislauf zu sein und nicht sozusagen unsere eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören, dann müssen wir immer kleine Heldinnen sein, Superheldinnen, um das in dieser Struktur hinzukriegen. Und sag mal so, ich glaube, dass wir in allen Bereichen was tun müssen und will einfach nochmal bekräftigen, dass die Städte und die großen Gemeinschaftsverpflegungen, das sind meines Erachtens die großen Botschafter oder ich könnte auch sagen, der Wink mit dem Zaunpfahl. Wir haben es satt, so heißt ja die Demo. Ja, wir haben es satt und wir wollen eine andere Produktion und ein anderes Essen. Ja, danke. Valentin, ich will eine Frage. Du kannst also deine Antwort jetzt vielleicht einfach um diese Frage noch erweitern, weil der Friedhelm von Mehring. Ich habe es gelesen, ja. Genau, hast du gelesen. Also die Vermischung der Begrifflichkeiten regional und nachhaltig. Nimm doch einfach das nochmal mit, weil ich glaube, der Friedhelm hat hier eine wichtige Frage mit eingebracht. Ich habe das eben auch ja in einem Atemzug genannt. Von daher nimm einfach bei der Beantwortung auch diese Frage nach. Ja, unbedingt, das ist schon wichtig. Also ich meine, bei Bio ergibt sich ja auch ein Problem, dass da lautet, ja, unsere Nachfrage ist so schnell gestiegen, dass die hiesigen Biobauern, also das hat ja, das Volumen hat sich ja ausgeweitet, aber wir importieren ja quasi die Hälfte der Bioware, die bei uns angeboten wird. Und das Gute ist dennoch, also bei allem, wir wären natürlich lieber, es wäre Bio und regional gleichzeitig, aber das Gute ist, jedenfalls, das ist ein Standard, der ist hart, der ist gesetzlich verbrieft. Und das, was bei regional halt eben nicht der Fall ist, das ist ein wachsweicher Begriff, der wird auch von Supermärkten, ja, da gibt es ja viele Mogelpackungen, die da unterwegs sind. Also oft heißt, sind das dann Tüten, wo Produkte aus Niedersachsen oder NRW in einer Tüte sind. Das ist dann regional. Ich hatte letztens von Rewe Buschbohnen gekauft, da stand hinten drauf Herkunftsort Deutschland. Das ist für die regional. Also das natürlich haben sie dann hin und wieder mal Kartoffelkisten oder Äpfelkisten vom Bauer so und so, aber dann 98% vom sonstigen Angebot sind halt eben
vom Weltmarkt. Also das ist das Schwierige. Wir müssen eigentlich, um das mit der regionalen Ware besser zu machen, brauchen wir eigentlich ja, entweder Regionallabel oder, und da denke ich schon, dass es gut ist, dass sich die meisten Verbraucher, die gerne regional kaufen, das mit nachhaltig vermischen. Die wollen also nicht einfach nur regional, ja, so wie das Friedhelm von Mehring geschrieben hat. Also wenn man dann im Emsland oder bei Oldenburg wohnt, dann hat man ja regionales Massentierhaltungsfleisch. Das ist also, das ist auch Quatsch. Also wir rund um Köln gibt es fast kein Bio. Ja, also das ist, da ist der Begriff regional, der bezieht sich dann aber auch nur auf die Bauern, die wirklich Vielfalt produzieren. Und wir versuchen so eine Art Lieferkette in die Städte aufzubauen und vor allem erstmal in die Gemeinschaftsverpflegung, also in die Kantinen von Kitas, Schulen und so weiter, wo wir dann einfach logischerweise nur mit den Bauern arbeiten, die dann auch diese Vielfalt anbieten. Jetzt ist regional natürlich so ein Begriff, also wir, wenn ich sage wir, ist das das, was wir, also ich von den Dreharbeiten zurückkam zu dem Film über die Welternährung von 10 Milliarden, haben wir irgendwie im Filmteam gesagt, wir wollen eigentlich auch Teil der Lösung sein, etwas erarbeiten und haben die Idee der Food Policy Councils aus dem Englischen, Amerikanischen oder auch aus Brasilien importiert und ja, wir haben es Ernährungsrat übersetzt, wobei, was da vielleicht wie ein Expertengremium rüberkommt, das ist eigentlich eine zivilgesellschaftliche Gründung, wo jeder mitmachen kann. Das Besondere ist vielleicht trotzdem nochmal, dass wir intensiv versuchen, bei diesen lokalen Ernährungsnetzwerken mit der Stadtverwaltung oder den Landkreisen zusammenzuarbeiten. Also das ist vielleicht nochmal das Besondere. Das haben wir gesehen, dass das in anderen Ländern, USA, England, gut funktioniert. Und wir versuchen durchaus, also wenn es dann darum geht, eine Ernährungsstrategie zum Beispiel zu erarbeiten, dann wird das nicht in irgendwelchen kleinen Zirkeln gemacht, sondern wir haben das partizipativ mit mehreren hundert Bürgern, mit Workshops, durchaus auch Fachlandwirten, Gastronomen, aber durchaus auch ganz normalen, interessierten Verbrauchern erarbeitet. Und das Ding ist, glaube ich, so breit aufgestellt, dass wir für Köln gemacht haben, dass der Stadtrat hier bei uns beschlossen hat, okay, wir akzeptieren das oder wir adoptieren das als Leitlinie für die Stadt. Und da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Es gibt andere Ernährungsräte, die arbeiten da auch dran. Und man könnte sowas aber auch, das ist das nächste große Projekt, dass wir mehrere Ernährungsräte gerade zusammenarbeiten. Man könnte auch einen bundesweiten Bürgerrat mit gelosten Mitgliedern machen. Also das geht uns wirklich nicht um so einen exklusiven Zirkel, sondern es geht darum, dass Menschen partizipativ zwischen den Wahltagen auch über so ein Feld, was ihnen sehr wichtig ist, Ernährung, natürlich hängt das mit Klimaschutz eng zusammen, entscheiden können. Und dann, ja, also dann kann man ja auch Experten einladen und dann hört man sich an, so Geschichten wie, wir haben hier wirklich einen tollen Koch, der drei Seniorenheime, die Küchen von drei Seniorenheimen bei Neuss hier im Rheinland umgestellt hat. Und der hat das tatsächlich geschafft, komplett auf regional und nicht 100% Bio, weil es mit den Anbietern aus der Region manchmal schwierig ist, aber doch weit über 50%. Und die Erfahrungen von denen sind, also was ich dann die zweite Frage, Frau Klöckner kündigt an, dass Bundeskantinen 20% Bioanteil, der sagt, es bringt nichts, mit so kleinen Prozentzahlen anzufangen, weil das verführt geradezu zu einem weiter so, dann da reichen nämlich so ein paar Produkte wie Nudeln oder also so Dauerprodukte und man muss gar nicht anfangen mit dem frische Kochen. Und darum geht es doch eigentlich, dass in den Schulen, in den Kitas wieder mit frischen Lebensmitteln gekocht wird. Also das kann man nur, wenn man auf einen Schlag sagt, wir haben jetzt eine 50-prozentige Bio- und eine 60-prozentige Regionalquote. Also es geht gar nicht um 100, das ist immer ein bisschen schwierig, bis die wirtschaftlichen Strukturen sich bilden, dauert es ja Jahre. Aber man muss auf einen Schlag richtig über 50% gehen. Dann fangen die auch an,
wirklich frisch zu kochen, weil heute arbeiten sie mit Convenience-Verpackungen, wie Renate richtig bemerkt hat. Also die sollten die Schere weglegen, das Messer wieder in die Hand nehmen, frisch kochen. Und dann haben wir auch eine Situation, in der das Essen auch gesünder wird automatisch. Und das der Neusser Koch, und das sind auch Erfahrungen aus Kopenhagen, hat das tatsächlich kostenneutral geschafft. Obwohl natürlich dann, wenn man jetzt mit kleineren Bauern aus der Region und auch noch Bio, die sind ein Tick teurer, also sind schon ein paar Prozent teurer, und er ist trotzdem kostenneutral geschafft. Und zwar zum einen ein bisschen weniger Fleisch, hat keiner gemerkt. Es ist immer noch Fleisch, das Angebot ist da, aber die vegetarischen Gerichte, der hat auch vegane Gerichte, der ist selber privat Veganer, die deklariert er nicht als vegan, weil so im ländlichen Bereich oder bei der älteren Altersgruppe ist vegan irgendwas Giftiges. Also vegetarisch schreibt er drauf, damit können die was anfangen, also man muss ja nicht gleich missionieren. Und es ist tatsächlich mit der Lebensmittelverschwendung, kann durch bessere Küchenplanung auch reduziert werden. Und so kommen die ohne Mehrkosten dabei raus. Es muss nur der Wille da sein. Und in dem Fall war es noch nicht mal politisch, sondern es war der Arbeitgeber, der gesagt hat, okay, du kannst umstellen. Das ist gut für die Gesundheit unserer Heimbewohner. Ja, danke. Darf ich noch einen Satz sagen, Ulle, dazu? Mach deine Kamera mal an. Die habe ich nicht ausgemacht. Ich kriege sie nicht an. Ah. Oh. Da steht, der Host hat das gemacht. Ah, Entschuldigung, dann ist da was schiefgelaufen. Dann machen wir dich jetzt wieder an, kriegen wir alles hin. Ja. Aber rede einfach schon mal, wir hören. Genau. Ich möchte das von Valentin noch bekräftigen. Das ist auch das, was Patrick Wodny hier sagt, der Koch bei uns in der Kantine Zukunft. Der hatte ja mal das Krankenhaus in Havelhöhe umgestellt auf viel Bio, regional viel Gemüse und so. Und er hat mehrere Sachen festgestellt. Einmal, wie kommst du als Koch, jetzt werde ich gebeten, mein Video zu starten. So, wie kommst du überhaupt als Koch an diese Rohstoffe? Ja, und das ist ja da hast du eine ganz neue Beschaffung, weil du sonst immer nur, du weißt, wo du einkaufst, nämlich so Klinikpackungsgröße von Gemüse oder irgendwas, ja. Und jetzt musst du neue Strukturen aufbauen. Das ist der eine Punkt. Und der andere, wie Valentin sagte, du musst mit einem höheren Prozentsatz anfangen, um überhaupt außer Bohnen, Linsen, Bohnen, Linsen, Reis und Gewürze und so weiter und sagt Zwiebeln oder was, überhaupt in den Bereich zu kommen, dir eine andere Art zu kochen zu überlegen. Ja, das ist das Frische, aber auch das anders und selber kochen. Und deshalb machen die ja auch hier in der Kantine Zukunft richtig Kochkurse, auch abgestellt auf die einzelne Klientel, weil du im Altersheim natürlich was anderes brauchst, fängt an mit reduzierter Kalorienzahl, aber gleichzeitig die gleiche Menge Nährstoffe. Und bei Kindern, die die ganze Zeit rumrennen, brauchst du auch die Kalorien oder so, ja? Oder Vorlieben und Geschmäcker. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das ist nämlich auch ein Schulungspunkt, ja? Und ein Kommunikationspunkt. Jetzt musste ich mich hier anschalten, sorry. Ich habe hier gerade noch eine weitere Frage in den Chat bekommen. Erstmal hat Friedhelm dir nochmal zugestimmt, lieber Valentin, auch gerade was den Hinweis angeht auf die 20% Bio, die nicht reichen. Da ist nochmal der Hinweis im Chat. Vielleicht mögen das andere sich auch angucken. Konzepte aus Kopenhagen, du hattest das auch erwähnt, Renate, www.kantine-zukunft.de, also da geht es auch ohne Mehrkosten, Zubereitungskompetenzen, Kreativität in den Küchen. Aber es fragt jetzt der Anton Rixen, der liebe Anton aus dem Kreisverband Krefeld, wie sich die Begriffe Bio und Gesund decken, weil du hast es eben angesprochen, Renate, Zucker, Fett, Salz, also die Frage Bio-Siegel und die Frage von Gesundheit. Diese Frage habe ich auch, also erweitern wir sie einfach um die Frage, weil das treibt ja viele Menschen um. Wie ernähre ich mich gesund? Ja, die Frage von Fettleibigkeit beziehungsweise einfach auch an Übergewicht, das ist ja ein Riesenthema, aber es ist am Ende eine Gesundheitsfrage. Und die Frage, auch für die Kinder und Kindeskinder eine gesunde Ernährung zu gewährleisten, ist, glaube ich, ähnlich wichtig wie das ganze Thema Klimaschutz. Zumindest, wenn ich jetzt Eltern, Großeltern, Urgroßeltern anschaue, die haben alle ein Interesse dran. Magst du das nochmal ein bisschen vertiefen? Also
Der Punkt dabei ist, also ich glaube, das interessiert uns ja alle. Für mich über 60 ist das auch von Interesse, wie ernähre ich mich gesund, ja, damit ich all das, was ich noch brauche, zum Beispiel das Glas Weißwein oder Weihnachten, Nougat, Zimtstern und so, das muss ja alles da reinpassen. Also grundsätzlich gesund, und ich merke ja auch, ich fühle mich besser. Ja. Ich fühle mich, bin körperlich besser. Der wichtigste, allerwichtigste Punkt ist eigentlich einer, der heißt, die Hälfte deiner Ernährung sollte Gemüse und Obst sein. Aber echtes Gemüse und Obst. Du musst es roh sehen. Das kannst du frisch kaufen, kannst auch einen ganzen Beutel schon fertig geputztes Gemüse aus der Tiefkühltruhe nehmen. Das ist auch qualitativ sehr gut, weil es sehr frisch geerntet, Lastwagen in die Fabrik kommt. Aber das Pure, ja, wo die Brokkoli schon geschnitten sind oder so, ohne irgendwas weiteres drin, ist ja schon ein bisschen Arbeitserleichterung oder so. Ja. Und ich habe es bewusst gesagt, Gemüse und Obst, weil der größte Teil Gemüse sein soll, nicht Obst. Obst hat ja viel Frucht, immer viel Fruchtzucker, manche Gemüsesorten auch. Aber das ist eigentlich der Punkt. So richtig cool und toll ernährst du dich, wenn du dich zur Hälfte fast von Gemüse und Obst ernährst und danach kommen Vollkornprodukte. Ja, also dann Vollkornbrot. Aber ich meine nicht diese eingefärbten Brötchen, die es auch gibt, die neben den Weißmehlbrötchen sind, die aber eigentlich mit Malz und diesem und jenem noch eingefärbt sind und kein Vollkorn sind. Wer einmal auf Vollkorn gegangen ist, ist übrigens allenfalls für besondere Kuchen oder besondere Baguettes nochmal zu haben, hin und wieder, aber ansonsten ist Brot Vollkornbrot. Ja. So, und so fängt das an. Und jetzt bist du bei allem anderen, alles andere ist ja dann, sag ich mal, reduziert zu genießen. Man muss wissen, dass zum Beispiel ein Burger ein Snack ist, ja, weil nämlich der Burger nicht nur aus Fleisch besteht, der ist in der Ernährungspyramide ganz oben, wo die Süßigkeiten sind. Da sind die Zuckergetränke, ja, aller Art. Da ist von Schokolade, Eis, Kuchen und, aber der Burger auch, ja, weil er ja zum Beispiel dieses Weißmehlbrötchen drumherum hat, ja, und nie alleine daherkommt. So, und dazwischen befinden sich dann alle Milch-, Käseprodukte, Fleisch und so, wo insbesondere das rote Fleisch sehr, sehr gering gegessen werden soll. Das ist jetzt mal die Geschichte mit dem, was ist eigentlich eine gesunde, vollwertige Ernährung? Ja? Deshalb Vollkornbrot, Gemüse, Obst. So. Und jetzt musst du natürlich innerhalb dessen die Frage der Kalorien, wie viel man wegen Kartoffeln, dies und Reis oder sowas so isst, gehört auch nicht zu den Grundnahrungsmitteln, weil sie ja nicht Vollkorn oder Gemüse sind, sozusagen. Mal, ne? Wie viel du davon isst, hängt natürlich von der Frage ab deiner Altersgruppe. Je jünger du bist, desto mehr Energie brauchst du. Ab einem gewissen Alter merkst du, dass du, wenn du jeden zweiten Abend Pasta isst, dass du irgendwie in die Breite gehst oder so. Ja, dann reduzierst du das. Du isst trotzdem Pasta, aber weniger Pasta. Ja? So. Das ist jetzt die eine Ebene. Dann kommt als nächste Frage, was ist gesunde Ernährung dazu, im Sinne von einer vollwertigen Ernährung, dass man dann natürlich also sehr genau auch aufpasst, was man in den einzelnen Gruppen isst, aber zum Beispiel auch die Bio-Frage stellt. Bio hat ja viel weniger Rückstände als konventionell, weil bei Bio wäre meinetwegen die Rückstände von Pestiziden oder so, so chemische, synthetische, allenfalls durch die Abdrift des Nachbarn drin. Bei konventionellen hast du mehr davon drin. Wer also sozusagen aus Umweltgründen und aus Respekt vor der Gesundheit von Leuten irgendwo anders, ja, oder in denen in der Anwendung, nicht will, dass Glyphosat und so weiter eingesetzt wird und auf der anderen Seite also auch sich selber schützen will, geht zu Bio, ja, weil du dann weniger Rückstände hast. Wenn du jetzt aber eine Bio-Schokolade, Bio-Zimtsterne, hochverarbeitete Bio-Lebensmittel hast, eine Tiefkühlpizza von Bio oder so, dann ist natürlich der eine Punkt der, dass dieses Salz, Fett, Zucker drin da auch entsteht. Ja. Also du kannst jetzt nicht alle Süßigkeiten und Snacks, die du vorher konventionell gegessen hast, mit Bio ersetzen und sagen, das ist für mich persönlich gesund im Sinne von vollwertiger Ernährung. Warum sage ich jetzt immer vollwertige Ernährung? Weil dieses gesunde Lebensmittel ein bisschen schwierig ist. Wenn Lebensmittel nicht gesund wäre, müssten wir ja sagen, es muss aus dem Verkehr gezogen werden. Ja? So. Also die Tafel Schokolade, der Zimtstern ist nicht ungesund. Er ist nur ungesund, wenn er einen zu großen Anteil innerhalb deiner Ernährungsweise einnimmt, sozusagen. Deshalb rede ich immer über vollwertig.
sodass es viele gute Gründe gibt, Bio zu essen. Aber die andere, die ernährungsphysiologische Geschichte, ist immer Gemüse, Obst, Vollkorn. Und alles andere dann in reduziertem Maße und am allerwenigsten Süßigkeiten und Snacks und die entsprechenden Getränke. Und jetzt will ich noch eins hinzufügen. Wir haben ja in der ganzen Ernährungsdebatte immer die Debatte auch über Zuckersteuern, Abgaben und so. Ja. Eines der größten Probleme bei diesem massiven Übergewicht oder Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen sind diese Limonaden, süß, egal in welchen Farben, ob sie jetzt gelb oder dunkelbraun sind, ja, ohne Namen zu nennen. Das sind die ganz, ganz großen Dickmacher und damit also Krankmacher am Ende, weil davon immer Mengen konsumiert werden, weil sie dich zuckerabhängig machen und da insgesamt dir das Gefühl vermittelt, dass du immer wieder Zucker bräuchtest, egal was, ob als Getränk oder das. Dann machen sie da irgendwelche Portionsangaben drauf, die gar nicht stimmen, insofern als kein Mensch so trinkt. Du würdest jetzt nicht eine 1,5-Liter-Flasche im Discounter kaufen von sogenannten Eistee und dann nur ein Glas davon trinken. Ja, weil das die Portionsangabe ist, so trinken Sie nur ein Glas, weil Sie auch sonst noch Zucker zu sich nehmen, um in den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation beim Zuckerkonsum zu bleiben zum Beispiel. Nee, dann trinken die jungen Leute oder auch andere das ganze Ding auf einmal aus. Da kannst du auch auf der Chipstüte stehen haben, essen Sie nur eine Handvoll. Wenn der Krimi läuft, ist die Tüte gelaufen, ist die Tüte leer. Ja, so. Ja, das ist halt ein Problem. Dem kommt man auch nicht nur durch Nutri-Score und Hinweise nach oder durch kleinere Packungen oder so, sondern da muss man wirklich Ernährungsumgebung insgesamt verändern. Vielleicht mal, Friedhelm hatte das jetzt auch nochmal kommentiert mit den Süßigkeiten und den biologischen. Ihr guckt nochmal in den Chat und schaut euch das an. Aber Valentin, vielleicht kannst du es nochmal auch mit dem Blick, mit dem erweiterten Blick, den du ja auch hast durch deine Filmproduktion auch, wo du auch überall hingekommen bist, nochmal beleuchten, auch gerade mit der Frage von gesunder Ernährung im Sinne von, also was Renate jetzt für unsere, ich sage jetzt mal, westliche Welt erklärt, wo wir auch in Abhängigkeiten geraten, weil in den Supermarktregalen das auf Augenhöhe eben steht, was besonders zuckerlastig ist, wo es dann eben auch schwer ist, dann differenziert reinzuschauen oder zu gucken, was nehme ich hier besser. Wie ist das auch mit Blick auf den Anspruch an gesunde Ernährung in afrikanischen Ländern? Du hast eben von Kenia gesprochen, du hast von asiatischen Ländern auch gesprochen. Gibt es da die Diskussion drüber oder ist das da auch tatsächlich auch ein Thema oder ist es eher bei uns in Europa, in den USA ein größeres Problem, Australien? Ja, also da geht es tatsächlich stärker um genug und nicht so sehr um gesund. Wobei es gibt also ganz dramatische Mangelernährungen, Fehlernährungen, die natürlich durch ausgewogeneres leichter wären. Also eigentlich muss ich schon sagen, viele Zivilisationskrankheiten, die kennen die ja nicht. Also man sieht ja schon also auch die Zahnreihen, wie gut die geformt sind, was wir da alles mit unserem Zucker, den wir in frühester Jugend zu uns nehmen, an krummen Zähnen kriegen. Das ist ja schon mal ein gutes Beispiel. Also das heißt jetzt nicht, dass es gar nicht existiert. Man hat ja die Segnungen der Agrarkonzerne, also Nestle und Co., weil das sind ja so winzige Tüten, weil die können sich ja nicht viel leisten. Die hängen dann da im Kiosk in ländlichen Gebieten und durchdringen schon wirklich also ganz weit in Gebiete vor, wo man eigentlich sagt, naja, die ernähren sich noch hauptsächlich von den echten Produkten, die Renate angesprochen hat, Gott sei Dank. Also ich meine, das wird dann schwierig, wenn sich Bauern anfangen zu spezialisieren. Also der Regierungen halten das oft für gut, weil wenn ein Bauer sagt, ich produziere jetzt nur noch Mais, dann kann der doch ein bisschen rentabler wirtschaften. Allerdings muss er dann den Rest zukaufen. Und wenn das mal irgendwie schief geht, weil die Preise gerade wieder steigen oder seine Maispreise sinken, dann fängt es an mit den Mangelernährungen. Also es ist leider sind diejenigen, die auf der Welt hungern und oder fehlernährt sind, also das ist dann dieses Ausgewogene, nicht Ausgewogene, das sind oft auch Kleinbauern. Das ist also ein bisschen vertrackt. Also die ernähren 2/3 der Menschheit und sind aber selber am meisten vom Hunger betroffen. Warum? Das ist einfach so, man hat so ein halbes Jahr, in dem die Ernte, die man da gemacht hat, noch da ist.
beziehungsweise auch Geld davon da ist. Und dann irgendwann kommt ein anderes halbes Jahr, wo man sozusagen, wo das Geld immer weniger wird. Und wer nicht gut Haushalt, also getrockneten Mais zum Beispiel aufbewahrt hat, der wird in diesem zweiten halben Jahr ein Problem kriegen, weil er sich dann auch andere Lebensmittel nicht leisten kann. Und vielleicht isst er dann nur noch Maismehl ohne, also das habe ich in Afrika oft erlebt, ohne Gemüse. Und da entstehen dann diese Mangelkrankheiten, die so blöd sind, obwohl es genug Lebensmittel rundherum gibt. Also Hunger ist ja immer nur, oder auch Fehlernährung ist ja immer nur ein Mangel an Kaufkraft. Es ist ja nicht wirklich, dass da keine Nahrungsmittel geben würde. Deswegen sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, solche Nothilfen, die dann, wenn irgendwo eine Krise ist, also Ostafrika leidet tatsächlich immer wieder regelmäßig und jetzt immer schlimmer unter Dürren. Und da jetzt zu sagen, wir schicken unsere Überschüsse darunter, ist eigentlich fatal, weil da gibt es ja Bauern, die werden dann aber durch Produkte, die ja verschenkt werden, werden die plötzlich, also werden dann die Preise kaputt gemacht. Also da wäre es besser, man würde den Leuten, die bedürftig sind, Geld in die Hand drücken, damit sie sich auf den lokalen Märkten versorgen. Dann würde man die Fähigkeit dieser Länder, sich selber zu ernähren, auch unterstützen. Das wäre die bessere Hilfe als Lebensmittel runterschicken. Das ist fatal. Also wir haben tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal auf Deutschland zurückkomme, wir haben den Begriff gesund bei den Ernährungsräten gar nicht so hoch geschraubt, weil man kommt da so ganz schnell in so ein in so einen Geruch, ja, Gesundheitsapostel zu sein. Aber natürlich, wenn wir uns fürs frische Kochen einsetzen, dann ist das automatisch auch gesünder. Und das kann man schon sagen. Aber wir sind mit dem Begriff durchaus vorsichtig. Und wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann vielleicht eher, indem wir dann sagen, mein Gott, also auch einfach neue wissenschaftliche Erkenntnisse teilen unter unseren Mitgliedern. Man hat ja immer gesagt, naja, also die Gesundheitsauswirkungen von Pestiziden, das kann ja gar nicht so schlimm sein. Also vor allem bei Herbiziden gegen Pflanzen oder Fungiziden gegen Pilze, das ist ein komplett andere Organismen. Das kann uns Menschen doch nicht schaden. Aber langsam wissen wir doch leider, dass ganz wichtige Funktionen des Darmbioms in unserem Körper, also sprich der Bakterien und Viren in unserem Körper, und die sind davon sehr wohl betroffen. Und ja, da fangen wir erst gerade an, das zu entdecken, wie schlimm das sich auswirkt. Ich sage jetzt mal, bis zu diesem Zeitpunkt, einige Fragen sind ja auch schon aus dem Chat gekommen. Wenn man jetzt eigentlich euch so zuhört, ja, und mit wachem Verstand und nur diese Ausschnitte, die wir jetzt in dieser kurzen Zeit beleuchtet haben, mal sehr genau sich anschauen würde, dann wäre, glaube ich, dann ist es eigentlich eine logische Folge, dass man tatsächlich politisch die Weichen verändern müsste, hier bei uns, aber auch zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern, Saatgutprozesse anders oder eben auch Unterstützung in Ländern, wo eben auch Hunger ein Thema ist, dass man das anders machen muss. Das habt ihr jetzt alles relativ gut gesagt. Und wir stehen ja wie so ein Ochs vom Berg manchmal, Renate, wenn ich dich dann manchmal auch sehe, wie du auch im Ausschuss oder auch mit der Ministerin dort streiten musst. Jetzt sind wir in so einer Wahlkampfphase, wo es wirklich so ist, dass wir mit diesen immer noch mit als Grüne, ja, und du hast Valentin ja auch gerade schon gesagt, wie vorsichtig ihr die Dinge formuliert, ja. Also wo wir immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert werden, wir wollten den Menschen Dinge vorschreiben, also verbieten, vorschreiben, verändern, also deren Gewohnheiten verändern. Man denkt so, irgendwas ist hier falsch, läuft hier falsch. Hier geht es um Gesundheit, hier geht es um eine Perspektive auch von gesunder Ernährung, vor allen Dingen für die Kleinsten, die sich langfristig eben auch körperlich wahrscheinlich schädigen, wenn sie irgendwie schon relativ früh an Diabetes erkranken. Das kriegst du ja dein Leben wahrscheinlich nicht mehr los. So. Und an so einer Stelle muss ich tatsächlich mal sagen, was ist denn tatsächlich aus eurer Sicht, was wären denn die Hebel, wenn wir haben jetzt in anderthalb Wochen die Wahl, aber was sind denn die entscheidenden Hebel, die jetzt eigentlich wichtig sind, um das Bewusstsein auch für politische Ebenen zu schärfen, hier endlich Veränderungen
bauen. Also erstens sage ich jetzt mal, nehme ich mal schon mal vorweg, wir müssen als Grüne mit in die Regierung kommen. Das ist gar keine Frage. Wir müssen am besten die Regierung anführen. Das ist die beste Antwort. Dann wären wir schon mal einen wesentlichen Schritt weiter. Aber jetzt mal so ganz, ganz im Ernst, was ist, was glaubt ihr, was politisch noch passieren muss, dass, weiß ich nicht, auch konservative Köpfe verstehen, dass es hier nicht um Verbotsdebatten geht, sondern um Gesundheit und um Nachhaltigkeit. Und gleichzeitig vielleicht die Frage mit anschließe, weil ich dann auch so ein bisschen in die Schlusskurve auch komme. Was können denn die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu beisteuern? Also ihr sagt, du hast eben die Bürgerinnenräte genannt. Das ist ja, da können sich Menschen Gehör verschaffen. Was sind eure Vorschläge dazu? Also sowohl politisch als auch von der Verbraucherschutzseite oder Verbraucherinnenseite. Was könnte da noch verbessert werden? Renate. Ach, immer ich. Gut, also ich kann das nur mir angucken unter dem Gesichtspunkt, was sind jetzt die wichtigsten Weichenstellungen? Ja? Du hast ja zu Recht gesagt, also im kleinen Werbeblock, es sind demnächst Wahlen und je mehr grüne Stimmen, desto mehr Engagement dafür. Ja? Und dann denke ich auch, ja, müssen wir zusehen, dass wir das auch an, also Ernährungswende in einer Koalitionsvereinbarung auch niederlegen. Wir haben ja immerhin jetzt schon mal 3 Bundesländer, in denen es definitiv, also mindestens drin ist, mit den Ernährungsstrategien als politische Aufgabe, also nicht nur Berlin, sondern ich hatte die Freude, bei Sachsen ein bisschen mitzuhelfen, da ist es drin, die Baden-Württemberger, das war Harald Ebner, der es da so implementiert hat. Andere Städte haben sich ja schon, meinetwegen Biostädte und dies und jenes, die es gibt, der Mali, der SPD-Bürgermeister früher in Nürnberg hat das angefangen, Bremen waren es grün und so. Das ist sozusagen der eine Punkt, dass wir das unterstützen müssen. Und ich würde mal träumen von einer Koalitionsvereinbarung, in der etwas steht, was noch gar nicht das Große macht, aber zumindest den Diskurs, die Debatte weiter durchs Land zieht. Ich würde dann ja sagen, da müssen wir einen Modellwettbewerb ausschreiben. Jedes Bundesland, jede Region soll ein größeres Modellprojekt haben, einen Wettbewerb ausschreiben, in dem sozusagen die Idee ist, wir zeigen und versuchen eine Ernährungsstrategie, die wirklich im Einklang ist mit Klima, Artenvielfaltszielen und in diesem Segment eben auch was verändern will, sodass man am Ende sagen kann, wir haben so und so viel CO2 eingesetzt, wir haben so und so viel quasi Tierschutz gemacht und diese ganzen gesundheitlichen und sozialen Probleme adressiert. Jetzt musst du natürlich plus sagen, plus hilft Umstellung, auch regional einkauft, auch wenn regional nicht das Gleiche ist wie Bio, definitiv, ja. Aber du musst ja möglichst viele Leute auch mitnehmen und sagen, da müssen alle dran beteiligt werden, auch die Gastronomie vor Ort und sich so Strategiepläne zu machen. Das auszuschreiben und einen Wettbewerb zu machen, finde ich, also es ist einfach, und dafür dann am Ende bei den Gewinnern auch Geld für Projekte und Beratung und so zur Verfügung zu stellen, ist ein großer Punkt, auch um ja, so ein paar mit freundlichem Nachdruck, das, was da als zarten Pflänzchen schon ist, teilweise eben auch durch Ernährungsräte, die das ja mit Zivilgesellschaft und Behörden oder sonst wie zusammen dann sich bewerben könnten, weil sie dann schon was auf der Pfanne haben sozusagen. Um das einfach zu verbreitern und zu ziehen und ich möchte einfach damit auch erreichen, dass überall auch darüber berichtet wird. Wow, das geht jetzt bei uns auf eine andere Ebene. Das ist nicht der allergrößte Punkt, aber unterschätzen wir nicht Sichtbarkeit und Verbreitung und Institutionalisierung von Diskursen und Diskussionen. Wenn plötzlich das regionale Krankenhaus und die Schule und die Betriebskantine und so alle mit an so einem Konzept arbeiten und quasi sagen, wow, wir sitzen uns zusammen und wollen diesen Wettbewerb gewinnen, ja, und einen gewissen gemeinsamen Stolz entwickeln. Dem kann man ja strukturell nachhelfen. So, und der andere Punkt ist der, dass ich wirklich denke, man muss in diesem Ernährungsbereich an ganz vielen verschiedenen Stellen auch national, also auf Landesebene, auch national und Bundesregierung auf europäischer Ebene ein bisschen mehr Nachdruck haben. Also das ganze Thema der Kennzeichnung, dass du erkennen kannst, was ist wirklich ein regionales Produkt, ja, so, weil es sollen ja auch die davon profitieren. Also das Biosiegel haben wir schon mal, das ist gut.
das regionale Produkt, das verarbeitete, ist vor allem so, dass du bei verarbeiteten Produkten heute ja nur 51% aus der Region haben musst beim Rohstoff. Die 49% können wir auch woanders herkommen. Ich finde, dass wir die ganzen regionalen Zeichen erstens auswerten sollten, auch verbreitern, auch mit dem Handel zusammen sagen, ihr dürft nicht nur ein bisschen werben, nehmt mehr davon, aber die Inhaltsstoffe müssen dann auch regionaler sein. Ich meine, dass wir eine Riesenkampagne machen müssen für diese Schulverpflegung und sonst wie, und dass wir auch durch solche Geschichten, also wenn ich sage, diesen Wettbewerb da vorhin, da können ja auch Studentenwerke mitmachen und wow, da kommt Bewegung rein. Das sind junge Leute, die so, und all das wird auch zu einem Privat, kann zu einem privat veränderten Einkaufsverhalten führen. Und dann gibt es natürlich ein paar Punkte, dass wir wirklich sagen müssen, wir brauchen in manchen Bereichen auch eine viel bessere Kennzeichnung. Das Nutri-Score-Label muss europäisch werden. Das meint aber nur hochverarbeitete Lebensmittel. Aber es muss europäisch werden und es muss wissenschaftlich besser sein als heute. Weil viele von den Inhaltsstoffen, zum Beispiel Vollkorn, ist gar nicht positiv genug bewertet. Ja? Das musst du ja quasi bei der Farbe einen Unterschied zwischen Weißmehl, Plastikbrot und einem Vollkorn erkennen können, ja, oder auch die negative Wirkung von Zucker viel zu zurückhalten. Also das ist ein großer Punkt, und dann müssen wir Gesundheit einfordern und Gesundheit und Umweltschutz. Gesundheit heißt Antibiotika raus aus der Tierhaltung. Da war heute eine Entscheidung im Europäischen Parlament, ich hoffe, wo auch Martin Häusling stark dran gearbeitet hat, dass die durchgekommen sind. Und da, weil das eine große Antibiotika-Reduktion in der Massentierhaltung ist, wir müssen die Anzahl der Tiere reduzieren, weil es ja auch Keimeinträge sind und so. Und wir müssen bei den Pestiziden runtergehen. Die Pestizide sind so ein unsichtbares Ding. Wir sehen sie nicht in unserem Essen. Aber wenn ich mir international Zahlen angucke, zum Beispiel in Argentinien, da gibt es so einen Professor Versnassi, der hat mal Gesundheitsdaten in der Region aufgenommen, in diesem Region Rosario, wo diese riesen großflächige Soja-Futter-Soja-Anbau ist. Das heißt, gentechnisch verändertes Soja mit viel Glyphosateinsatz, die fliegen auch mit Flugzeugen drüber und Ähnlichem. Jetzt hat er mal ganz clandestin angefangen, die Daten zu erheben, und hat festgestellt, 96 fing der Anbau an und hat auch rückwärts nachverfolgt. Wenn du dann guckst, wann, wie die Anzahl der verschiedenen Krebserkrankungen gestiegen ist, Fehlgeburten, Geburten mit Missbildung und so weiter, mit Behinderungen, dann ist es ungefähr 10 Jahre, fast 10 Jahre später, es ging ganz, und dann geht es exorbitant nach oben. Ja. Da hast du ja in fast keinem Haus in den Dörfern drumherum keine Krebserkrankung. Und es gibt ja auch Thesen und Belege dafür, dass das im Zusammenhang hat. Und ich finde, dass wir können ja unser Fleisch nicht mit so produziertem Soja quasi füttern und herstellen. Das halte ich für ethisch für unanständig. Und der andere Punkt ist aber auch sehr, dass wir dann selber wissen, und zwar insbesondere die Kinder, ja, dass wir selber wissen, dass wenn du überall und regelmäßig die Rückstände isst, Valentin Thurn hat das ja auch angesprochen, du kannst zwar nicht sagen, ob jemand, der 10 Jahre später Krebs ist, was jetzt kausal war, aber die Zunahme an Krebsraten und dieser Giftcocktail verschiedenster Stoffe, den wir hier ständig auch aus Verpackungen und so zu uns nehmen, ja, da muss man aus dem Vorsorgeprinzip raus sagen, da gibt es genug Hinweise und wir müssen Vorsorge machen, das muss alles massiv reduziert werden oder outgesourced. Und wenn ich es zusammenfassen würde, würde ich mir wünschen, ist mein Ansatzpunkt, Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Die Gesundheit der Kinder gehört in den Mittelpunkt und die kleinen Körper können damit noch viel weniger umgehen. Meine These, meine Zielstellung ist also, wenn ich es ganz schlicht sage, Kinder schützen nicht Konzerne. Und das ist vielleicht der Leitsatz für den Umbau. Ja, danke, Renate. Das war, glaube ich, nochmal, da war es wieder weg. Valentin. Du. Ja, also du hast Verbote angesprochen und da denke ich ja irgendwie, da fühle ich mich gleich daran erinnert, was ist denn momentan die Politik, die basiert, also Bereich Lebensmittelverschwendung. Unsere Agrar- und Ernährungsministerin Julia Klöckner hat ja dann einen Prozess in Gang gesetzt, nationaler Dialog ist das genannt, aber am Ende, was dabei rauskommt, sind alles freiwillige Vereinbarungen. Also ich wünschte mir da sehr viel mehr Ordnungspolitik.
Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Verbot sein, es kann auch ein Gebot sein oder also überhaupt jetzt nicht nur solche wachsweichen freiwilligen Vereinbarungen oder auch marktwirtschaftliche Lösungen sind ja auch ein Weg, wenn was verteuert wird, Müllgebühren verteuert oder das Essen retten belohnt, steuerlich belohnt, kann man ja machen. Aber also ich wünsche mir mehr Ordnungspolitik und das ist auch, glaube ich, ein Grund. Also wir haben diese Ernährungsräte, glaube ich, nicht zufällig auf lokaler Ebene gegründet. Also inzwischen sind wir ja, weiß ich nicht, im deutschsprachigen Raum, aber eben vor allem Deutschland 80 Ernährungsräte gegründet oder in Gründung. Das ist also eine Idee, die sich in den letzten 5 Jahren explosionsartig ausgebreitet hat, hat gezündet. Ich sage mal, also ich persönlich erkläre mir das so, die Länder oder noch stärker die Bundesebene ist einfach sehr stark lobbyverseucht. Da gibt es ja auch Organisationen, die versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, ist aber sehr schwer. Und wir haben das mal für einen Fernsehfilm für die ARD untersucht. Ich kann das, glaube ich, schon nochmal von mir geben, weil es ist in diesem aktuellen Bundestag eben immer noch aktuell. Der Agrarausschuss, den wir uns genauer angeschaut haben, beziehungsweise hat ein Wissenschaftler der Uni Bremen gemacht, aber wir haben das halt dann zusammengefasst als in einem Film. Der kam zum Schluss, also eine erkleckliche Anzahl, aber vor allem eben die maßgeblichen Politiker im Agrarausschuss eine Menge an Nebeneinkünften haben. Also das waren oft mehrere hunderttausend Euro, in einem Fall sogar Millionen, über eine Million. Also da muss man, und das waren bis zu 20 Nebenjobs. Da muss man sich dann fragen, was sind das für Nebenjobs? Der Begriff Nebenjob stimmt ja schon gar nicht mehr, weil das Abgeordnetenmandat bringt weniger. Also ist das der Nebenjob eigentlich? Also neben Aufsichtsratsposten sind es fatalerweise bezahlte Jobs aus der Ernährungsindustrie, also in genau dem Bereich, über den diese Parlamentarier entscheiden. Und das ist das Geschmäckle dabei. Also es ist nicht Korruption, du kriegst Geld, weil du so und so abstimmst, aber es ist eine Belohnung für ein bestimmtes Verhalten. Und das muss man leider klar sagen, also im Agrarausschuss betrifft das fast ausschließlich die CDU-CSU-Fraktion. Und ich habe das Julia Klöckner auch mal gesagt und da meinte sie, und da hat sie durchaus recht, ja, das betrifft aber nicht die Frauen in dieser Fraktion. Vielleicht gibt es da ein Männer-Frauen-Gefälle, das mag ja sein, aber die maßgeblichen sind leider Männer und die anderen, also noch nicht mal die FDP hat diese Nebenposten abgekriegt, geschweige denn noch andere Parteien. Also das ist, wenn einer mit einem Beruf ins Parlament kommt und da kann er wegen mir so wie ein Europaparlamentarier Vorstandsvorsitzender einer Molkerei sein. Kein Problem, der hat diesen Beruf und wir wollen ja alle Berufe abbilden im Parlament. Das ist vollkommen korrekt. Aber wenn einer in seiner Amtszeit oder direkt danach zur Belohnung für politisches Wohlverhalten lukrative Nebenjobs kriegt, für die er kaum was leisten muss, dann ist das so eine Art ja, legale Korruption in meinen Augen. Und das finde ich fatal. Ich glaube nicht, dass wir das mit den lokalen Ernährungsräten komplett konterkarieren können, weil wir können natürlich auf der lokalen Ebene vieles machen, aber vieles muss eigentlich in der Bundespolitik gemacht werden. Also wenn ich als Verbraucher, und das war ja die zweite Frage, so beim normalen Einkauf im Supermarkt, wenn ich da wirklich nachhaltig sein will und gesund, ich muss eine halbe Doktorarbeit machen, um alles durchzuschauen. Also das ist viel zu viel verlangt für den Verbraucher. Und wenn Politiker den mündigen Verbraucher ansprechen, dann ist es eigentlich nur eine Entschuldigung oder eine Ausrede fürs Nichtstun, weil der Verbraucher kann ja nur mündig sein, wenn er wirklich transparent erkennen kann, das ist nachhaltiger und das nicht. Und momentan gibt es so viele schwachsinnige, Entschuldigung, Labels, unter anderem das Regionallabel, auch aus diesem besagten Ministerium, das vorsieht, die Region muss kleiner sein als die Bundesrepublik Deutschland, sonst sieht es eigentlich gar nichts vor. Also das kann man genauso gut
Da könnte ich mich aufregen. Also ich denke, wir brauchen, und die Leute sind auch bereit dazu, gab es auch schon Umfragen, die Leute wollen Leitplanken, wollen Hilfen haben, weil sie gerne nachhaltiger einkaufen. Das ist sicherlich nicht die Mehrheit der Verbraucher, muss man auch realistisch sehen. Irgendwie bis 2 Drittel oder vielleicht auch 3 Viertel kaufen vor allem nach dem Preis ein. Das ist auch noch so. Die müssen wir mit anderen Mitteln an Bord holen, indem wir die Preise ehrlicher machen, indem wir die Produkte, die Umweltschäden verursachen, auch preislich daran beteiligen, an diesen Umweltschäden, weil sonst zahlt es ja die Allgemeinheit. Das ist ja auch ungerecht. Also was zum Beispiel der Fleischkonsum anrichtet, das zahlen auch die Vegetarier mit. Total ungerecht, finde ich. Also ich finde, da müsste doch ein bisschen was, also was an Grundwasserschäden und Klimaschäden ist, müsste in den Preis rein. Aber das ist vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Jetzt aktuell erstmal das Allerwichtigste. Ich möchte als Verbraucher, wenn ich in den Supermarkt komme, leichter erkennen, was ist wirklich regional, was ist wirklich nachhaltig. Und da ist mit Bio schon ein bisschen Hilfe getan, aber da könnte man noch, muss man sehr viel mehr tun. Ich kann dem, was du gerade gesagt hast, Valentin, auch nur aus vollem Herzen zustimmen. Es sind die Schritte, die oder der Wunsch, den du gerade geäußert hast, ist auch ein relativ schönes Schlusswort. Renate, du kommst noch mal dran, keine Sorge. Wir haben jetzt auch vieles gar nicht, noch nicht beleuchtet. Ich will nur noch mal einmal aufgreifen, was du gerade noch mal über die Frage der Intransparenz, wie kommen Entscheidungen zustande? Warum werden sie eigentlich gegen die Interessen vielleicht und auch gegen die Gesundheit von Menschen gefällt, weil in der Folge und in der Summe ist es ja eben auch eine negative Auswirkung und das ist ja nicht zum Wohle der Menschen hier, wenn solche Entscheidungen gefällt werden, Valentin, was du gerade gesagt hast. Also ich sage jetzt mal, dass wir eine Veränderung brauchen, eine andere Form von Politik. Ich will das in Kürze nur sagen, dazu bräuchten wir mehrere Player, also die auch mit da eine Rolle spielen. Vielleicht könnt ihr das in euer Schlusswort und das kann gerne kurz ausfallen, aber vielleicht nochmal mit dem wichtigsten Appell von eurer Seite mit inbegriffen werden. Dass Medien hier natürlich eine Rolle spielen, ist mit Sicherheit wichtig, dass Transparenz sowohl für die Lebensmittel, aber auch für die politischen Entscheidungen, wie sie getroffen werden, wichtig ist, spielt eine Rolle. Den Bildungsbereich haben wir jetzt nicht sehr ausführlich heute besprochen, aber der spielt natürlich bei der eigenen Auseinandersetzung bei Jugendlichen, bei Kindern eine relevante Rolle, vielleicht auch andere Bildungspläne, was die Frage von Nachhaltigkeit und Ernährung angeht. Darüber muss man auch noch mal reden. Aber vielleicht könnt ihr noch mal beide sagen, was der wichtigste Schlussappell für die heutige Veranstaltung, wir setzen das sicher auch noch mal fort, wäre. Und wo erhofft ihr euch den allermeisten Wumms? Wo sollte aus eurer Sicht oder wo kann aus eurer Sicht der meiste Schub kommen, dass wir wirklich eine Veränderung schaffen? Vielleicht das als Schlussfrage. Valentin, du fängst diesmal an. Sehr gerne. Ja, also ein Ding, wo ich eigentlich auch gerade schon ein bisschen gleich fängt nämlich eine Telco an, die ich mit Kollegen von Ernährungsräten führe, über einen Bürgerrat Ernährungswende deutschlandweit. Das muss man erstmal ausloten, wie kann man sowas organisieren, aber vielleicht gibt es ja nach der nächsten Wahl also ich fände es schön, wenn sowas auch vom Parlament beauftragt wird, also nicht. Das kann man natürlich auch zivilgesellschaftlich machen, aber das ist so unverbunden. Ich glaube schon, dass es gut ist. Das Parlament sagt, wir hören jetzt mal, was die Menschen und wirklich ausgelost aus allen Alters- und sozialen Schichten zu diesem Thema eigentlich sagen. Das hätte Wumms, glaube ich schon, weil es zwar was Komplexes ist, aber da hat man ja auch Zeit, ein paar Wochen drüber zu reden. Die Leute werden ja für dann die Zeit, die sie da einsetzen, auch entschädigt, also nicht groß bezahlt, aber doch so, dass es sich auch Berufstätige leisten können. Das ist das eine. Und das andere, was ich mir natürlich schon auch wünsche, sind ja, Mehrheiten im Bund. Also da wünsche ich euch tatsächlich, drücke ich euch die Daumen. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn ökologischer Sachverstand stärker vertreten ist. Und es ist immer schlecht, wenn eine Partei allzu lange an der Macht ist. Danke, Valentin. Renate, du noch ganz kurz. Ja, schwer da jetzt wieder die Kurve zu kriegen, aber es war eigentlich unwichtiger Hinweis in diesen Zeiten. Also
für das Schlusswort. Ich will mal sagen, dass ich finde ja solche Debatten immer gut, weil man sich selber auch nochmal sortiert, was ist wie wichtig und anzugehen. Ich will eindeutig sagen, ich freue mich, Valentin, und würde gerne dann später da mit dir nochmal Kontakt haben über die Idee der Bürgerräte, weil ich persönlich erlebe ja doch auch immer mal, dass manche eben, habe ich vorhin schon mal gesagt, das Thema Ernährung dann nicht so ernst nehmen. Ich glaube aber, es ist eine ganz, ganz zentrale Umwelt-, Gesundheit-, soziale Frage. Ja? Und deshalb finde ich das mit dem Bürgerrat toll, und zwar auch einen offiziellen, nicht einen, den nur ihr organisiert, sondern offiziell, so wie es den für andere auch gibt und die gerade eben der frühere Bundespräsident Köhler geleitet hat. Es muss schon auf diesem Niveau ankommen, weil das ist nur das ist das angemessene Niveau. Das nehme ich mit, auch von der Unterstützung her. Und weil ich auch weiß und überzeugt davon bin, wir müssen in der Ernährungsbewegung eine neue Art des Netzwerkens entwickeln. Ja, die Anti-AKW-Bewegung war auch nicht hierarchisch, aber sie hatte ein Netzwerk, man vereinbarte sich auf Demos und man hatte das eine wunderschöne Zeichen. Das würde uns noch fehlen, ja, sagen Atomkraft, nein, danke, wo man weltweit erkannt wurde. So, ich glaube, dass vielleicht daneben wirklich die Rechte der Verbraucher, als Rechte der Verbraucher, nicht die Verbraucher lernt kochen oder lernt Bewusstsein, was hilft es mir, wenn ich ein Bewusstsein habe, aber mir überall Süßigkeiten und Pizza entgegenkommen und die Kinder schon, die Kleinkinder können zwar noch nicht laufen, kennen aber schon das goldene M und wollen da rein. Ja? Es muss um die Rechte der Verbraucher gehen, um Transparenz. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt eine Stufe des Lieferkettengesetzes erkämpft haben, um auch zu gucken, wie es produziert, was ist drin und so. Aber auch Transparenz vom Biosiegel bis zu einem besseren und richtigen Regionalsiegel, ein etwas, was uns der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums hat ja in einem sehr radikalen Papier zum Thema Ernährung auch geschrieben, sie brauchen ein Klimalabel, ja, um überhaupt auch die Qualität da anders machen. Es gibt so viele Punkte bis hin zur Frage, was wird eigentlich durch die Mehrwertsteuer privilegiert in Zukunft? Warum das Fleisch und nicht der Haferdrink, ja, sozusagen? Da gibt es so viele Punkte, die wir angehen müssen. Und ich sage Netzwerken, weil ich auch aus dem Tierschutz gelernt habe früher, dass es wichtig ist, dass man sich miteinander, auch wenn jeder seine eigene Lobbygruppe oder Interessengruppe ist, aber wir miteinander uns auch mal konzentrieren auf bestimmte Fragestellungen, die dieses Jahr dann jeweils sozusagen vorne stehen. Ne? Ich glaube, dass man das mit den Städten zusammentun und verbinden muss an der Stelle und ja, das, jetzt muss ich noch mal zu dem Werbeblock kommen. Ja, ich meine, dass nur die Grünen dafür stehen, am Ende auch innerhalb der Europäischen Union, die ja nicht unwichtig ist, weil man sonst im Binnenmarkt lauter Ausweichgeschichten hat, nur die Grünen dafür stehen, das war ja doch mindestens das, was von der Leyen und die EU-Kommission vorschlagen, nämlich Pestizide in Europa um 50% reduzieren bis 2030 oder 25% ökologischer Landbau in der EU bis 2030. Nur wir garantieren, dass es eine Bundesregierung geben kann, die sich dafür auch wirklich aktiv einsetzt. Und da geht es ja nicht nur darum, die Zahl da hinten festzulegen, sondern auch gleichzeitig zu sagen, was sind die einzelnen Schritte, wie bauen wir die Subventionen und Gelder um, damit diese Umstellung zum Beispiel auch Schritt für Schritt passiert. Ja, da muss man ja mit dem ganzen Werkzeugkasten unterwegs sein. Also ich freue mich, je größer wir werden, je mehr Netzwerke wir dazu machen. Da hat diese Runde auch geholfen.